Mein Name ist Paul Seidel. Ich spreche hier in Petersburg. In Petersburg, das ist noch Peter Dann und Danner benannt. Ein Eventlokal, kann man so sagen. Kuhstallungen. Ehemalige Kuhstallungen benutzen wir jetzt für Ausstellungen. Und 2013 haben wir eine besondere Ausstellung mit Fotos, Bildern, Skulpturen, Objekten von Hannes Lengauer, Bilder, Malerei, ganz satirische und sehr witzige Bilder. Was sagst du dazu? Wie würdest du diese Bilder nennen? Die Malerei, was du machst? Ja, also in erster Linie einfach, ich kann es sowieso nur malen, wenn es mir gut geht, und ich glaube, das kommt da ein bisschen rüber. Also ich bin kein Maler, der irgendwie einen Poster bloggen muss, sondern das mache ich dann anders. Aber über die Malerei passiert einfach sehr viel, was mich gefreut und was mich halt bewegt. Und was mich halt einfach irgendwie mit dem momentanen Leben verbindet. Und das kommt dann halt raus, so in sehr kindlichen, auf eine sehr kindlich naive Art und so. Die halt sehr sympathisch. Das merkt man bei den Bildern. Du bist ja nicht nur bildender Künstler, du bist ja Schauspieler, du bist ja ein Darstellender zu Hause. Mhm. Wie ich so gehört habe. Du bist aber auch im Sozialbereich sehr tätig. Das ist eigentlich mein Brotberuf, ist eigentlich die Arbeit als Behindertenbetreuer, als Behindertenbetreuer eigentlich. Behindertenbetreuer, ja. Also, und da hast du auch eine Kollegin. Ich habe eine Kollegin, genau, die ich kennengelernt habe. Im Behindertenbetreuung ist. Mhm. Die aber auch künstlerisch tätig ist, mit Fotografien zum Beispiel. Spiegelungen nennst du die Bilder? Also die Arbeiten für diese Aufstellung sind Spiegelungen. Mache ich nicht nur, aber jetzt extra dafür habe ich ein paar Spiegelungen gemacht. Es hat ein bisschen was Voyeuristisches auch, ne? Ja, durchaus. Aber wer ist kein Voyeur? Also wer ist kein Voyeur? Das ist gut. Grina Lili Roska wird man sich merken müssen. Das natürlich Paul Seidel. Paul Seidel nicht zu vergessen, ganz wichtig. Herzlichen Dank für die Einladung. Eine wunderschöne Räumlichkeit und überhaupt einfach ein schönes Fest. Möchtest du etwas zu deinen Arbeiten sagen? Naja, es ist sehr schwierig. Mein Bogen ist sehr, sehr weit gespannt von Bildern und Skulpturen, Objekte. Okay, ich würde gerne diese elementaren Geschichten. Ich arbeite mit Feuer, Wasser und Metall oder Materialien, die mir einen Widerstand entgegensetzen. Das merkt man auch in den Bildern, die auch aus fragmentarischen Materialien bestehen. Ja? Setze ich dann zusammen zu einem Bild. Mache auch Rubbelbilder, ich rubbel meine Plastik oder Objekte, rubbel ich ab, mache Abziehbilder davon. Das ist eine ganz brave Bildhauerarbeit eigentlich. Aber geht es auch um Gegensätzlichkeiten. Immer das fließende, weiche im Gegensatz zum Konstruktiven. Aber es setzt sich, das ist sehr optimistisch auch. Setzt eigentlich immer auch das weiche Fließende. Das weiche Fließende ist für mich das Organische irgendwie. Das Lebende setzt sich immer durch. Das sieht man auch hier. Arbeit. Danke, werde ich mich nicht offenbaren.